Bitte. Und herzlich willkommen zu Grün ist Welt. Heute mal eine neue Folge, lange hat es gedauert. Und zwar hat man mir auch gefragt, ob man mal wieder was machen kann. Und ja, klar, da bin ich in den Lumpen und versuche auch mal was ganz Neues. Ich nehme mal mit meinem Handy auf, weil ich einfach denke, dass die Qualität vielleicht ein bisschen besser ist. Das Mikrofon ist immer noch das gleiche. Und ich dachte mir, so um wieder reinzukommen, mache ich ein Weißt du wann? Weil ich mir einfach denke, das Weißt du wann kam gar nicht mal so schlecht an und ich mache es ganz gerne. Und passend zu den sportlichen Ereignissen momentan mache ich ein, weißt du, wann du unsportlich bist? Ich bin natürlich mega sportlich, was man vielleicht gar nicht so denkt. Also ich bin, ne? Also. Und egal. Wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar, weißt du, wann du unsportlich bist? Wenn du zwar deine Zehen noch sehen kannst, aber sie bei weitem nicht berühren kannst. Weißt du, wann du unsportlich bist? Wenn der Wocheneinkauf dein wöchentliches Trainingsprogramm ist, wenn deine Fitness aus dem Essen von Fitnessflakes besteht, weil Sport fängt man vielleicht auch von innen an, du bist unsportlich, wenn du schwitzt beim Kacken. Du bist auch unsportlich, wenn du Sport zwar siehst, aber es nur vom Sehen kennst, wenn das sportliche Highlight ist, wenn du zu deinem Auto läufst, wenn deine Frau schöne Stunden mit dir haben will und du sagst, nee Schatz, das schaffe ich aber heute nicht mehr. Wenn der einzige Sprint, den du hinkriegst, mit deinem Auto ist, im besten Fall hast du noch einen Sprinter, wenn du zwar Sportgeräte hast, aber die alle eine riesige Staubschicht haben, wenn du lieber den Aufzug nimmst, weil die Treppe treibt deinen Puls einfach viel zu hart hoch, wenn all deine Klamotten dir zu eng werden und du die Schuld auf die Waschmaschine schiebst, ich guck immer so angespannt. Du bist unsportlich. Wenn Gewichtheben dein Aufstehen aus dem Bett ist, wenn du zwar wie ein Bodybuilder isst, aber gar nicht so trainierst, wenn du denkst, dass Yoga eine neue Joghurtmarke ist, wenn du mit dem Laufen zwar anfängst, aber schon am Ende der Auffahrt denkst, okay, das reicht, du beim Gassi gehen Seitenstiche bekommst, wenn dein Langstreckenlauf bei 500 Meter endet, wenn Marathon für dich einfach nur der Name einer Stadt ist, wenn du bei olympischen Ringen an Audi denkst, wenn du findest, dass bei deinem Fitnessstudio das Beste die Eiweißriegel und die Getränke sind, wenn du als Mann mehr Brust besitzt als deine Frau. So, das war's für heute. Und zu guter Letzt nur ein Rat. Sportschuhe machen eigentlich schlanker, nur weil man sie trägt. Man sollte sie auch einfach mal benutzen. Und in diesem Sinne, vielleicht sollte ich auch mal irgendwie mal was tun. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Bestimmt, ja. Ich fange morgen an. Morgen. Nicht heute. Heute ist schlecht, weil es schon... ist schon so spät. Naja. Okay, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Schreibt mal irgendetwas. Das wäre mal eine Abwechslung. So, die Kommentare unten sind immer so leer. Und falls es euch gefallen hat, gebt mir ein Like oder auch nicht. Das, was ihr wollt. Also, tschüss.